Moin Pyros und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute haben wir einen Test von Nico Kickstarter. Ist auch bekannt von Leslie, bin ich der Meinung. Jackie Chan. Ne, kann man ungefähr damit vergleichen. Haben wir 6 Stück drin. Kategorie F2, eine NEM von 25 Gramm pro Stück, ca. 4,1 Gramm. Sehr gut. Gefällt mir. Öffnen wir mal das Ganze. Na, komm schon. Ich glaube, da ist sogar nichts. Ja, moin. So, so sieht das aus. Steht sogar extra oben drauf. Ganz kleine Wirbel. Ne, Kickstarter. 2019 sogar hergestellt, 4,1 Gramm circa CE, alles da, kein Problem. Das ist, ja, kann man unten, glaube ich, ungefähr vergleichen wie mit einer, wie mit einem Raketenantrieb. Mehr ist das eigentlich nicht, mit ein bisschen Effekt und eine Basisflamme, glaube ich, war das. Ja, 6 Stück kosten 3 Euro oder sowas. Also für zwischendurch. Ich denke mal ganz interessant. Ich denke, wir sehen uns dann im Test wieder und schauen, ob die Dinger was taugen. Viel Spaß und bis gleich. So, Pyrus, wir sind jetzt draußen. Wir testen die Kickstarter von Nico. Sind 6, ja, habe ich ja, glaube ich, schon erklärt vorhin. So. Einfach Aufstiegseffekt, ne? Kann man am besten beschreiben. So, noch mal ein paar Stück. Ich würde mal sagen, machen wir 3 oder so, ne? Ja. Machen wir erstmal ein. Oder wir machen alle einzeln, das ist, glaube ich, besser. Fliegen hoch, ne? Wusstest du nicht? Nee. Achso, jetzt weißt du es. Ganz gut, ganz gut. Gefällt mir. Ein bisschen zum warm werden. Ja, kann man machen. Für, weiß ich nicht, 2-3 Euro die Packung. Ja, machen wir noch einen, komm, weil die Bock machten gerade. Ganz ruhiges Feuerwerk hier. Ah, hier, die Scheiß für Kings, falls ihr euch erinnert, wenn ihr das Video gesehen habt. Du hast mir fast auf die Fresse gekommen. Aber ganz nur fast. So, das waren die Kickstarter, kann ich nur empfehlen, zum Warmwerden für 3 Euro. Könnt ihr nichts falsch machen. Ja, das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, Pyrus. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Pyro von FKD.